Hallo Anton. Hallo. Hallo. Sollen wir aufnehmen? Ja. So, dann hauen wir hier mal was drauf. Und fahren wir ein bisschen schräg. Gut. Oh, jetzt um 17 Uhr auf. 17 Uhr erst. Ja, da bin ich schon wieder fast weg. So wird es bei mir auch sein. Ja, bei mir geht es immer besten erst am Abend. Bitte? Bei mir geht es immer erst besser am Abend. Ja. Ja, es war jetzt heute auch mehr oder weniger, weil ich zum einen Bock hatte und auch ein bisschen die Zeit hatte jetzt. Aber halt heute Abend nicht wirklich. Ich laufe bei den drei Feldern jetzt hier quer drüber, okay? Ja, Hauptsache überall ist Dünger drauf. Du dir schon ansehen, oder wie? Ja, müssen wir ja mal langsam, ne? Müssen ja auch mal vorankommen. Ja, schafft ihr schon. Der Häcksler, der spinnt auch alleine. Der bleibt immer dann stehen und sagt, die Arbeit wurde aufgrund unbekannten Grund beendet. Okay, das ist aber blöd. Das Das hat hat sich mein. genau. Und das ist ein Original-Häcksler. Na gut, vielleicht Das liegt es hat noch an mein. der Karte, weil wegen Feldgrenzen oder sonst irgendwas. Das hat mein Drescher heute auch gehabt. Wo auf der Karte? Nein, nein, bei auf der nordfriesischen Marsch. Ja, da passen Ja, dann ist bei den 55. Modkarten vielleicht wegen Feldgrenzen oder irgendein anderer Fehler vielleicht noch drin. Der ist mitten auf dem Feld stehen geblieben. Ja, das ist ziemlich uncool. Da kam auch nur Helfer hat Arbeit wegen eines unerwarteten Fehlers oder unbekannten Fehler oder sowas stand da beendet. Ja, habe ich auch schon. Der nicht schon alles hat. Und wir sind ja noch am Anfang. So ein Hänger habe ich ja drauf, der kann Paletten auch transportieren. Ja, Alles. den habe ich schon wieder runtergeschmissen. Wieso? Weil der Luas schmeißt und mich nicht mehr auf den Server gelassen hat. Ich konnte rauf. Ja, ich nicht. Er wollte permanent synchronisieren und ist dabei immer abgeschmiert. Dann habe ich ihn runtergeschmissen und dann kam ich drauf. Kann sein, dass ich noch Fehler schmeiße. Er hat er auch tatsächlich in der Logdatei gesagt, dass der Lua schmeißt. Deswegen habe ich den dann runtergenommen erstmal. Funktioniert überhaupt nichts. LS19. Ja, Ja, stimmt. das kannst du ja nicht auf LS19 schieben. Das sind ja teilweise. Ich weiß ja nicht, was die Modder so alles treiben. Vielleicht Die sind die ja auch nicht fähig. brauchen es bloß falsch von 17 auch rüberholen. Ja. Und am Wochenende wieder Vorrest oder was macht's da? ETS. Ja, mal gucken. Wochenende. Ich werde wahrscheinlich morgen gar nichts machen können. Also ich streame das Wochenende auf jeden Fall auch nicht, weil ich eventuell morgen schon meinen PC auseinandernehme. Oder vielleicht Samstagabend. Da muss ich nochmal gucken, wie ich es am besten mache. Wechselst du was aus? Ich will meine CPU köpfen. In Artikel 13, ne? Ja. Gibt es wieder neue Dinge. Jetzt haben sie das ein bisschen geschwächt. Okay. Ja, ich bin gespannt. Da wird sich auf jeden Fall noch einiges tun müssen. Ja, aber es wehren sich ja schon viel dagegen. Also, sie haben mal 6 Millionen Unterschriften zur Justizministerin gebracht. Ja, ich hab auch teilweise mir das Video angeguckt. Was da so für Antworten zurückkamen auf die Leute sollten ja den Parlamentsabgeordneten
halt schreiben von wegen, wenn ihr wiedergewählt werden wollt und so, dann stimmt dagegen und so. Und da hat ja hier die Kanzlei WBS, die kümmern sich da ja sehr gut drum. Und dann haben sie halt so ein paar Antworten gekriegt, was die Parlamentarier so zurückgeschrieben haben an die Leute. Da habe ich mal reingeguckt und das war teilweise unter aller Sau, was da zurückkam. Das von Politikern, Alter, das hätte ich von, weiß ich nicht, ohne Ja, dass es jetzt beleidigend sein soll, aber von, weiß ich nicht, Hauptschülern erwartet teilweise solche Antworten. auf dem Pausenhof. Ja, genau. Also, wenn das irgendwas die machen jetzt wirklich durch, dann schauen wir mal beim nächsten Mal. Ich glaube, dann wird es richtig mal heftig für die CDU. Ihr seid da alle Arbeiter. Warum wählt ihr alle die CDU? Jetzt müsst ihr die SPD wählen. Die Roten sind für die Arbeiter. Die CDU war nie für die Arbeiter. Ich verstehe nicht, warum dass jeder, so wie bei uns, FPÖ, ÖVP. ÖVP ist wie bei euch die CDU. Jeder wählt sie. Ja. Ja, weil die alten Leute denken ja, ja, kommt eh nichts Besseres nach. Aber die müssen an ihre Enkel denken und an was weiß ich. Ja, aber denken ja heutzutage erstmal alle nur an sich selber. Wenn überhaupt. Ja. Der Foster, der widerspricht sich auch immer. Ja. Den Filter, den hat YouTube schon längst drinnen. Die haben Die haben schon längst so ein Filter, ja. schon längst den drin. Jetzt haben sie irgendwas, wenn es kleine Unternehmer sind, also du bist ja auch quasi, ne, ein kleiner Kanal. Ja. Dann musst du das, dann wird das automatisch, muss das gelöscht werden. Jetzt soll anscheinend die Plattform nicht verantwortlich sein, nur ein Teil. Und bei gewissen 3 Millionen Zuschauer, irgendwas haben sie da gesagt, dann erst Ja, also das steht aber schon länger, von wegen, wenn du nur ein kleiner YouTuber bist oder so, der halt das halt nicht aus kommerziellen Zwecken macht oder nicht eine erhebliche, ich weiß gar nicht, wie der Text genau hieß, auf jeden Fall nicht viel Geld damit verdient, dann wirst du automatisch von YouTube abgesichert. Genau. Das heißt, es wird nur die Weißt Großen betreffen, die sich dann wahrscheinlich sowieso irgendwelche Lizenzen holen, damit sie das halt einfach dürfen. Und dann hätten sie sich den ganzen Scheiß auch im Nachhinein eigentlich wieder fast sparen können. eben, weil wenn ich ein riesengroßer YouTuber bin, bezahle ich gerne die Lizenz. Ja. Ja, weil wenn der Beispiel, keine Ahnung, 25.000 Abonnenten hat. Oder was weiß ich, dann kann sich dir das locker leisten. Von 25.000 Abonnenten wirst du aber nicht reich. Das Ja. kannst du glauben. YouTube ist nicht mehr das, was es mal war. Muss schon null dran machen. Na, bei 1.000 kriegst du schon ein Mit bisschen was YouTube hin. wirst du nicht mehr so wirklich reich. Da musst du schon. Um damit noch wirklich Geld zu verdienen, da hättest du schon einer von denen sein müssen, die Okay. jetzt ganz groß und bekannt sind. Auf das lege ich gar nicht Wert, weil ich habe Arbeit. Ich mache das für Spaß. Genau, das ist es. Ich werde mich da nicht mehr so reinsteigen mit die Abos auch. Da Nö, kennst du mach ich mich. auch nicht. Teda, vergiss das. Ich bleibe bei meinen 47, dann bleibe ich bei meinen 47. Wenn ich 51 habe, habe ich 51. Ich mache das für Spaß und fertig aus. Und Das genau, Einzige, das. also ich sag mal, wenn man halt damit ein bisschen Geld bekommt, beziehungsweise das halt dann meinetwegen über Stream, über Twitch, dass ein bisschen Geld reinkommt, um sich vielleicht weitere Hardware zu kaufen und um das ganze Equipment ein bisschen zu verbessern, ist das ja schön und gut. Aber wirklich meinen Das Lebensunterhalt funktioniert. möchte ich auch gar nicht damit verdienen. Also zur Ja. jetzigen Zeit sage ich, will ich das gar nicht, weil ich da gar nicht bereit für bin. Also ich würde auch, glaube ich, meinen Job im Moment nicht dafür kündigen. Wäsche. Ja gut, ich meine, wenn es nicht läuft, dann habe ich nach 5 Minuten, habe ich halt wieder einen neuen Job. So ist nicht, aber nee, ich glaube, nee, möchte ich immer. Da bin ich noch nicht weit genug. Vor allem ist das halt so schnellläufig und was, dann ist halt, dann bist du halt gezwungen, auch jeden Tag zu machen, zu machen, zu machen. Weil wenn du nichts machst, verdienst du nichts, ne? Also, Und wirst du langweilig, verdienst du auch nichts mehr. Das ist halt der Kasus Knaktus an der ganzen Sache. ja,
schon alles gut gehen. Und so habe ich halt die Option, ich kann dann Videos machen, dann streamen, wie ich es mag. Und wenn ich auch wirklich gute Laune dafür habe und nicht, weil ich es muss. Ich glaube, dass die große YouTuber mehr treffen wird wie die kleinen. Was wären die? Dass die großen YouTuber mehr betreffen wird, Artikel 13, wie die kleinen YouTuber. Ja, Das wie denke ich gesagt, auch. so was wie uns, wir sind davon eigentlich eh nicht betroffen, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. Es Ich geht glaube, bei wir uns fallen einmal noch komplett durch ein durch. Raster durch. Ja. Ja, die werden halt, okay, wenn ich Musik spiele, passt, das System nimmt das raus, fertig aus, stelle ich es privat, dann ist es für mich alleine. Ja. Also die Leute provozieren auch das jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen geguckt, überall spielen sie die Copyright-Musik. Also das wird immer heftiger, keine Ahnung warum. Jetzt hat es extra Stream-Musik gegeben, aber naja, die weiß ich immer drin gehabt, weil das ist legal. Es gibt ja extra Musiken. Was du auch machen kannst, ist, was mal ein YouTuber gesagt hat, dass du die Musik ein bisschen schneller machst, dann verändert sich's auch schon. Ja, richtig. Es darf halt nicht das Original sein, das ist das Ding. Wenn du da was dran veränderst, wenn du schneller, langsamer ablaufen lässt, ist es halt kein nicht das Original, dann ist es ja Ja. auch vielleicht nicht mehr als solches erkenntlich und dann ist das kein Problem. Ja. Alles so eine Sache. Wenn dann der Künstler kommt, dessen Lied du abspielst und der sagt, hey, das ist doch mein Lied, was geht denn bei dir falsch? Was? Aber na, ein Künstler. Der Ja. Künstler, so wie Armin van Buuren und die ganzen DJs oder Lady Gaga, die haben ihren eigenen YouTube-Kanal, geben ihre eigene Musik rein, Ja. ihre eigene Musik. Warum geben sie eigene, und dann beschweren sie sich über Urheberrecht. Jeder kann sich das anschauen Ja, weil sie und damit dann, aber Geld verdienen mit den Klicks und mit der ja, sie Werbung. verdienen durch YouTube das Geld Ja. und durch die Leute, weil sie abonniert werden. Also wie kann ich Nicht, mich weil sie wie abonniert werden, sondern weil das geguckt wird und ja, geklickt wird. und wenn Damit ich verdienen jetzt die Geld. bei LS seine Musik spiele, dann muss ich doch froh sein, als wenn ich jetzt sage, ich wäre froh sein, ah, der spielt meine Musik beim Stream und Leute horchen sich das an und der hat Zuschauer. Was hat er da für ein Problem? Dann kann er denken, ah, ihnen gefällt meine Musik, die kaufen sie sicher mal eine CD oder kommen ein Konzert vorbei oder was weiß ich. Warum machen sich die so einen Stress? Die legen sich selber, also ein Stein vor den Weg hin. Das stimmt. Das machen sie selber. Also da geht es nicht jetzt um den Artikel 13 in dem Gesetz. Es geht einfach nur um Macht und um die Kohle. Wer das jetzt bezahlt? Lizenz, wer so. Es geht nur ums Geld. Um mehr geht es gar nicht. Wo man wieder Geld schöpfen kann. Ja, Meine Geld Meinung machen ist. können sie auch so, weil es ist ja. Selbst wenn du jetzt, was weiß ich, wenn, so wie bei LS, wenn du das Radio im LS laufen lässt, mit der LS-Musik, so, dann hast du ja, wenn du das Video hochlädst, hast du da ja eine Copyright-Bemerkung drauf. Ja. Was also heißt, im Grunde könnte Giants beigehen und sagen, hier, pass auf, das ist unsere Musik, wenn du in der Lage wärst, überhaupt deine Videos zu monetarisieren. Dann könnten die jetzt beigehen und sagen, nee, du nicht, wir monetarisieren das jetzt dein Video und die kassieren das Geld ab. Und Ich finde das doof. das ist, nein, ich finde es eigentlich gut. Weil Ich finde das das finde ich doof, sogar ein weil. besseres System als das, was sie mit Artikel 13 machen. Wenn die irgendwas finden, wo die sagen, hier, pass auf, da ist ein Urheberrechtsanspruch drauf, dann soll der Urheber halt das Geld von diesem Video bekommen, was damit eingespielt werden kann. Müsste Finde ich das nicht gut. schon passiert sein, Oder. während Sie das Spiel machen, wenn Sie die Musik aussuchen, auf die Platten pressen und verkaufen? Rein theoretisch müsste doch schon längst, ist okay für diese Lieder, was in dem Giants Giants drin. hat dafür die Lizenz, dass sie es im Spiel benutzen dürfen. Es hat ja Ja, ja. niemand, es hat niemand erlaubt, oder es wird ja nur geduldet, dass wir das Ganze als Video und als Stream machen. Die können jederzeit vorbeikommen und sagen, hier, hör mal auf damit, lass das. Wir möchten Ja, das aber nicht, das dass du das andere ist. öffentlich spielst und streamst. Ja, ich glaube nicht, dass sie damit durchkommen würden, weil das Skin ist Und ein Teil wie? vom Das ist Spiel, denen das ihr haben sie mir Inhalt. ja verkauft. Das ist denen ihr Inhalt, die können dir das untersagen. Ohne wirklich große Gründe. Ja, dann sollen sie Ja, es aber gefälligst sie, ma verlassen, sie ihr so dulden einen es, weil Inhalt es zu Werbung ist. verkaufen. Es ist Werbung für die. Deswegen dulden die das. Ja, das.
Also ich Es denke, sind wenn doch schon welche, es gibt schon welche, die haben ein Verbot gekriegt von Giants. Die dürfen nicht mehr Videos machen und nicht mehr streamen. ja, aber der Denkfehler liegt meiner Meinung nach bei Giants.